Wir stehen hier vor dem Fischkeller draussen bei uns, bei der Käubrider AG. Heute haben wir zum Thema Trommelfilter, also automatische Filter. Aber auch die sind leider nicht ganz automatisch. Auch hier müssen wir ab und zu mal ein bisschen warten. Wie wir gesehen haben, hat Reto hier schon die Schutzbrille an. Was muss man denn da warten, Reto? Ja, wichtig ist vor allem bei den Trommelfiltern und bei den Endlosbandfiltern, dass wir die Siebtode reinigen. Das heisst in dem Fall absäuren. Wir nehmen für das 16%ige Salzsäure, aber Vorsicht, der Oase-Trommelfilter verträgt das nicht. Also es gibt Löcher drin, der hat ein separates Reinigungssystem dann von der Sieb eigentlich, wo man dann muss mit einem speziellen Mittel muss reinigen. Im Normalfall tun wir mit 16%iger Salzsäure die Sieb und die Bänder absäuren, das heisst, wir streichen die ein, lassen das ein bisschen einwirken und dann nachher mit einem Hochdruckreiniger nachher spritzen. Wie regelmäßig muss man denn das machen? Also wir machen es bei uns in der Anlage in der Regel 2 bis 3 Mal im Jahr. Es kommt immer darauf an, wie viel Frischwasser das man braucht, wie viel Futter kommt da rein, wie viel Biomasse hat es da oben. Man sieht das eigentlich schnell. Sieb wird dann braun, setzt zu. Das ist vor allem halt der Biofilm, den es dann gibt, der sich mit dem Kalk zusammen absetzen muss. Und sobald das nachher ist, müssen wir das abmachen. Das ist eigentlich nach Verschmutzungsgrad in dem Fall. He? Jetzt, ja, also weitere Frage ist vielleicht auch Salzsäure. Wenn da die Leute hören, dann denken sie immer gerade an den Fisch. Müssen wir uns da Sorgen machen wegen der Fisch, wenn Salzsäure da im Spiel ist? Nein, wir nehmen extra 16%ige und nicht 32er, weil 32%ig das eben dampft. Das ist dann auch nicht gut für die Lunge. Es brennt dann auch. Darum nehmen wir die 16er, die ist halt nicht ganz so aggressiv. Es geht eigentlich mit dieser fast besser, man muss weniger Angst haben. Also primär braucht man sicher die Salzsäure, die 16%ig. Wir brauchen das Köbeli, wir brauchen den Pinsel. Und nachher eben, wie gesagt, da Schutzbrille ist wichtig. Und nachher sicher noch Händchen, um die Hände ein bisschen schützen wegen Spritzer. Was ich auch nicht machen würde, ich würde nicht mit dem Sonntagskittel das machen, wenn es da spritzt ein bisschen. Nicht, dass dann nachher die Kleider kaputt sind. Super, würde ich sagen, da sind wir gerüstet. Legen wir los, he? Jawohl, gehen wir zur Sache. Also, wir stehen jetzt hier vor dem Filter. Wir haben jetzt einen ausgewählt, wo man da die Spuren ein bisschen sieht. Wir haben die alle im Dezember schon gemacht, also das ist jetzt seit 2 Monaten. Wir haben die schon wieder leichte Spuren drauf. Man sieht, wo die Düse am stärksten ist. Ist am saubersten, links und rechts ist es, hat es so braune Strich. Wir nehmen jetzt hier die Salzsäure. Die 16%ig. Man kann das eigentlich fast an allen Filtern machen. Das heisst, Trommelfilter, Endlosbandfilter, praktisch alle. Wo man es nicht sollte machen, so ist bei den Oase-Trommelfiltern. Das ist sehr wichtig. Dort gehen die Netze kaputt. Oder die Sieb, die sind ganz fein. Die werden Löcher bekommen. So, jetzt gehen wir noch mit einem Pinsel da in die Salzsäure rein und streichen es einfach hier auf. Ich mache jetzt extra nicht den ganzen Filter, so dass man nachher den Unterschied auch sieht. Ich schaue auch immer, dass ich anfange neu mit einem Punkt, zum Beispiel da, wo das Sieb gespannt wird, damit ich weiss, wo ich überall durch bin. Wir drehen das einfach so auf. Je nachdem, was für einen Filter man hat, muss man den natürlich nachlaufen, wenn man das aufgedreht hat. Bei dem ist es relativ einfach. Wichtig ist auch, wenn man das gerade macht, dass man vielleicht auch gerade schnell schaut wegen dem Niveau oder wegen dem Schwimmschalter, dass man das auch noch gerade kontrolliert und falls nötig putzt. Es gibt auch verschiedene Systeme. Der hat jetzt einfach einen Stab, der über die Masse gesteuert ist. Die meisten haben einen Schwimmschalter dran. Dass man die einfach schnell anschaut, schnell ein bisschen sauber macht, dass das nachher auch okay ist. So, wenn wir das einfach mit dem Hochdruckreiniger machen, bringt man es sicher nicht so sauber, wie wenn man es vorher mit der Salzsäure drüber geht. Das ist sehr wichtig, dass man eigentlich beide Kombinationen miteinander macht. Ich lasse jetzt mal schnell einmal durchlaufen, dass man die Salzsäure schnell abwäscht im Wasser rein. Dann habe ich mit dem Hochdruckreiniger nicht Gefahr, nachher, dass man die Salzsäure anspritzt. So, ich habe jetzt das einmal durchlaufen lassen, damit man die Salzsäure das gröbste Mal ein bisschen abgewaschen hat. Wichtig ist, dass wirklich, dass ihr da nicht mit Gold drauf geht.
Erstens mal ist es nicht gut fürs Wasser und für den Fisch. Und zweitens ist der Biofilm, bringt man viel besser weg mit der Salzsäure. Da geht ratzfatz, ist das fort. So, jetzt nehmen wir den Hochdruckreiniger. Mit dem Hochdruckreiniger ist wichtig, dass ihr nicht zu nahe hergeht. Weil wenn ihr ganz daher geht, dann schiesst ihr das Netz durch. Dann habt ihr auch Löcher drin nachher. So, dann mit dem Hochdruckreiniger fangen wir dort an, wo wir vorher angefangen haben. So, eigentlich der Punkt, den wir jetzt hier abgesprüht haben, ist jetzt eigentlich schon fertig. Ich lasse jetzt noch mal schnell nachlaufen, damit man den Unterschied sieht. So. Jetzt sieht man den Unterschied tiptop. Hier unten haben wir Putz vorher, hier oben haben wir noch gar nichts gemacht. Das Sieb ist jetzt eigentlich praktisch wieder wie neu. Wenn das Set extrem sein, wie man es lange nicht gemacht hat, kann man den ganzen Vorgang auch zweimal hintereinander machen. Mit einem Hochdruckreiniger langt eigentlich einmal, aber sicher zwei Umgänge mit der Salzsäure. Es kommt dann viel besser weg. Was man sicher auch noch kontrollieren sollte, gerade wenn man schon dran ist, die Hochdruckdüse, je nachdem für ein Filter, das man hat, die kann man überall eigentlich ganz einfach ausklicken. Die kann man einfach jetzt, zum Beispiel beim Hydrotech kann man die einfach nehmen. Das sind die Düsen, das ist der Einsatz. Wichtig ist da, dass man da durchsieht. Wenn das Set verstopft sein, irgendein fieses, kleines Körnchen sollte drin sein, geht da nicht mit einem Nagel oder etwas, nehmt da wirklich ganz feines Nödel und tut das ganz fein rausnehmen. Weil sonst, wenn ihr das Löchli verletzt, das ist in der Regel bei allen aus Kunststoff, habt ihr nachher einen Strahl, der verfälscht ist. So, ja, das wäre es eigentlich gewesen. Das ist ja keine grosse Sache. Geht ein paar Minuten Arbeit, aber der Erfolg ist gross. Das könnt ihr ganz einfach ausprobieren. Ihr wartet, bis ihr gespült habt, bevor ihr putzt. Dann Zeit stoppen, bis ihr wieder spült. Dann macht den gleichen Vorgang eigentlich nach dem Putzen wieder. Dann habt ihr das Ergebnis. Das wäre es von meiner Seite. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal.